Marchesa ihren Sohn nicht trinken. Fehler in der Wehe ist besorgt. Der hat sie noch kein einziges Mal richtig gefüttert. Normalerweise werden Giraffenkälber ein Jahr lang von ihrer Mutter gefüttert. So, jetzt habe ich alles vorbereitet. Ich mache das ja jetzt gerade zum ersten Mal. Und ich habe jetzt so ein bisschen was vorbereitet. Ich warte noch ein bisschen, bis so ein paar Leute dazukommen. Ich muss noch kurz was holen, einen Moment. So, Deli, jetzt hat es alles klar. Okay, ja, also, ja, ich will jetzt noch ein kleines bisschen warten, so eine Minute vielleicht, bis ich losgehe. Davor kann ich noch ein paar Sachen sagen. Ich habe mir ja vor kurzem der Wohlbefinder getauft. Warum? Weil ich grundsätzlich zu allen Themen, die sich mit dem Wohlbefinden zusammenhängen, regelmäßig berichten möchte, weil das ist einfach mein Thema, eigentlich schon seit über 20 Jahren. Ich hatte ja eine Praxis als Heilpraktiker für 20 Jahre, habe also 20 Jahre Praxiserfahrung und freue mich, wenn du auch mal... Hallo Michael, sehr schön, dass du da bist. Warum bin ich stehen geblieben? Also, ich habe viele Jahre Praxiserfahrung gesammelt und das ganze Thema Wohlbefinden hängt natürlich auch mit der Haut zusammen, also aber auch natürlich mit allen anderen körperlichen Beschwerden oder dass es einem gut geht, mit Gesundheit, natürlich auch mit psychischen Geschichten, seelischen Geschichten, und da ist die Haut auch ganz groß dabei. Und natürlich geht es auch um, jetzt in diesem Video nicht, aber natürlich geht es auch um das finanzielle Wohlbefinden, weil auch da hapert es oft und die Leute leiden drunter. Und also ich habe auch in allen diesen Bereichen selber Erfahrung gesammelt an mir und natürlich auch mit meinen Patienten. Ja? Und ich würde sagen, jetzt ist es etwas nach 7 Uhr. Jetzt starten wir einfach mal, ja? Also, lieber Mitmensch, der sich für das Thema Haut interessiert. Ah, die Isabel ist auch dabei. Sehr schön. Und es kommen schon die ersten Daumen. Das ist sehr, hat sehr viel mit Wohlbefinden zu tun, wenn da die ersten Daumen kommen und... ja, das ist wirklich klasse, das Ding. Aber ich kann mich jetzt nicht ablenken lassen. Also, lieber Mitmensch, der manchmal es auch mit der Haut zu tun hat. Der es mit der Haut zu tun hat. Und der vielleicht auch manchmal es mit, das ist ja aus der Haut zu fahren, zu tun hat, so in der Richtung. Der eventuell auch leidet unter Ekzemen, unter Akne. Hallo Stefanie, yeah, voll geil. Ich find's echt voll cool, das Live-Dings. Das heißt sogar was anderes wie YouTube und so weiter und so fort. Ja, voll cool. Also gefällt mir echt sehr gut. Ja, also Ekzeme, Akne. Akne und natürlich auch, was ganz viele Menschen haben, vor allem Frauen, habe ich festgestellt, das ist einfach die trockene Haut, ne? Und da muss man ja dann ganz viel Bodylotions benutzen, Körperlotionen, ständig nachcremen, dass man wieder eine geschmeidige Haut hat, und oft ist die Haut dann auch schuppig und so weiter und so fort. Und eigentlich gibt es da eine ganz einfache Lösung dafür, ne? Die Probleme, weshalb sie oft nicht gelöst werden, das ist, man probiert es erst selber mit Cremes aller Art,
dann probiert man es zum Beispiel beim Hautarzt. Was bekommt man beim Hausarzt, beim Hautarzt? Also meine Erfahrung ist mit meinen Patienten, es wird innerlich eigentlich überhaupt nicht nachgeschaut. Es wird nur äußerlich nachgeschaut, beziehungsweise nach Pilzen gesucht oder sonst irgendwas. Und dann bekommt man entweder eine Antipilzcreme, wenn man Pilze gefunden hat, oder man bekommt eine Cortisoncreme, ja. Und in ganz harten Fällen, wie zum Beispiel auch bei Neurodermitis oder bei Schuppenflechte, da bekommt man dann noch sogar Methotrexat, das ist ein Chemotherapeutikum. Also das sind richtige harte Kanonen, womit man da auf Spatzen schießt. Und das ist natürlich nicht sinnvoll, finde ich, sondern das könnte eventuell sinnvoll sein für vorübergehende Dinge, ne? Also mal vorübergehend schnell so als Notfalltherapie sozusagen was einzudämmen. Aber das sollte ja nicht auf Dauer der Fall sein. Das hat ja auch Nebenwirkungen, auch auf die Haut direkt, ja. Das kann nicht sein. Oder wir schädigen mit dem Methotrexat, das ist Chemotherapie, was auch bei Krebstherapie eingesetzt wird. Das ist also knallharte Chemotherapie. Hey Christian, sehr schön, das freut mich, yeah, juhu, juhu, also ich finde es echt cool, es sind 8 Leute momentan dabei, voll klasse, also das ist voll cool, also gefällt mir. Und also diese Therapiearten, es wird eigentlich nur äußerlich therapiert, nach dem Innen, da wird eigentlich gar nicht geschaut, ne. Und in meiner Praxis habe ich natürlich oft diese Erfahrung gemacht mit Menschen, die zu mir kamen, berichtet haben, was sie erlebt haben beim Hautarzt, wie das dort läuft und so weiter und so fort. Und das ist ja wirklich, also nur oberflächlich auf die Haut eine Creme drauf schmieren oder Vollhämmer Chemotherapie innen rein. Und sonst gibt's eigentlich nicht viel, was da angestellt wird beim Hautarzt. Das ist also meine Erfahrung mit meinen Patienten, die ich in den letzten 20 Jahren sammelte sozusagen, ja. Und eigentlich ist es ganz einfach. Ich möchte erst mal darauf eingehen, nach was man eigentlich schauen möchte, wenn man es richtig gut machen will. Ja? Aber dann komme ich zum eigentlichen Thema, weil ich mich gestern aufgeregt habe, weil ich eine Werbung gesehen habe und ich finde, das ist eine volle Volksverarsche. Da kommen wir aber gleich drauf. Ja? Zuerst mal möchte ich sagen, wenn man Hautprobleme hat, also ganz generell, zum Beispiel auch wenn schwerere Sachen sind, wie jetzt Akne kann ja auch was Heftiges sein, oder auch Schuppenflechte oder Neurodermitis, dann würde ich auf jeden Fall mal analytisch vorgehen, also mit Diagnostik, ja, und würde mal nach den Entgiftungsorganen schauen, ja. Aus meiner Sicht muss der Darm in Ordnung sein, ja, und wenn er nicht in Ordnung ist, dann muss man ihn in Ordnung bringen. Es muss unbedingt die Leber in Ordnung sein, ja. Wenn bei der Leber irgendwas ist, dann muss man natürlich da danach schauen und die Leber behandeln, ja. Das andere, das dritte Ausscheidungsorgan ist die Niere, ja. Wenn da was nicht stimmt und es werden die Giftstoffe nicht optimal ausgeschieden, ja, dann ist es natürlich so, dass dann mehr Giftstoffe im Körper bleiben, weil die Entgiftungsorgane geschwächt sind zum Beispiel. Und dann muss man die Entgiftungsorgane eben behandeln. Da gibt es ganz gute Mittel in der Naturheilkunde und Maßnahmen, wie man diese Entgiftungsorgane, also vor allem Darm, Leber, Niere, anregen kann, ja, und denen helfen kann, dass sie wieder richtig gut funktionieren. Das ist also ganz, ganz wichtig. Ja. Ein weiteres Entgiftungsorgan, welches ein bisschen vernachlässigt wird, aber doch eine große Rolle spielt, ist die Lunge. Warum? Wir atmen mit der Lunge Sauerstoff ein, ja, das wissen wir alle, aber wir atmen auch aus. Und mit dem Ausatmen atmen wir zum Beispiel Säuren aus, Kohlensäure, ne? Und je mehr ich atme, das heißt zum Beispiel bei Sport oder bei zügiger Bewegung, desto mehr atme ich aus und entgifte. Also das ist auch ein wichtiger Punkt. Ja? Was steht da? Was hilft denn gegen? Scheiße, ich kann es nicht lesen. Gegen blaue Flecken. Oh ja. Okay, also ich gehe dann gleich auf die Punkte noch ein hier und ich muss, glaube ich, mal gleich noch meine Brille holen, um die kleine Schrift hier zu lesen.
da sie das einigermaßen lesen kann. Jetzt möchte ich erstmal kurz die Einleitung noch fertig machen. Weiterhin ist es interessant und wichtig, dass man auch nach dem Nervensystem schaut und auch nach dem Hormonsystem. Also dieses Hormonsystem und das Nervensystem hat ebenfalls sehr viel mit Haut zu tun. Ja? Okay, dann das nächste ist natürlich die Blutbeschaffenheit und die Lymphbeschaffenheit, weil über das Blut und die Lymphe werden unsere Zellen im Organismus versorgt und natürlich auch entsorgt. Stell dir vor, jede Zelle ist ein eigenes Lebewesen. Wir haben viele Billionen Lebewesen, aus denen unser Körper besteht. Und die wollen genauso wie du und ich atmen, ja, Sauerstoff bekommen. Die wollen auch ausatmen, Kohlendioxid abgeben. Die wollen Nahrung aufnehmen und die wollen auch Stuhlgang haben, aufs Klo gehen, ja, die wollen ausscheiden, ja, und das Ganze passiert über den Zwischenzellraum, den Raum zwischen den Zellen. Und stell dir vor, manchmal ist dieser Zwischenzellraum belegt mit Schlackenstoffen, mit Stoffen, die nicht abtransportiert werden, weil die Lymphe und das Blut das nicht mehr gescheit hinkriegen. Dann bleibt praktisch die Ausscheidungsprodukte im Zwischenzellraum liegen und dann kann natürlich das nicht mehr gescheit abtransportiert werden. Die Versorgung der Zellen kann nicht mehr optimal gewährleistet werden und dadurch ist die Zelle dann in Sauerstoffnot und in Vitalstoffnot sozusagen. Ja? Und stell dir vor, wenn die Zelle ausscheidet und das Zeugs, das bleibt da liegen um die Zellen rum, dann sitzt die Zelle praktisch in ihrer eigenen Scheiße. Ja. Stell dir vor, du bist eine Zelle, du hockst in der eigenen Scheiße, die Luft ist knapp und du hast schon lange nichts mehr zum Essen bekommen. So kann es einer Zelle gehen, die ist natürlich dann energetisch schwach und natürlich kann die ihre Leistung nicht mehr gut vollbringen. Und wenn das eine Hautzelle ist, dann geht es eben um die Hautzelle, dann hat man eben dann da Probleme, ja. Okay, also das ist ganz wichtig, auch nach Blut und Lymphe zu schauen, dass das vernünftig funktioniert. Ja. Okay, dann noch das Seelische, kurz bevor ich zum Hauptbestandteil komme. Das ist praktisch, wir haben ja auch seelisch-psychische Stressreaktionen, die auf die Haut gehen können. Ja. Ich habe ja den Titel genannt, das ist ja um aus der Haut zu fahren. Da steckt es ja schon drin, ja. Und so weiter und so fort. Oder auch Abwehrhaltung, Kontakt, Berührung. Da ist oft was, da kann man jetzt ein bisschen ausholen drüber. Ne? Kontakt, wenn man will nicht so den Kontakt zulassen. Was steckt da dahinter und so weiter und so fort. Und dann natürlich auch die Emotionen der Ursachenorgane, eventuell beleuchten der Ursachenorgane, der Entgiftungsorgane wie Leber, Niere und Darm. Ja? Also das mal so vorweg. Sowas kann man natürlich in der Praxis am besten machen. Wenn du aus Ulm bist, bist du herzlich eingeladen, mich mal anzurufen. Wir können auch unverbindlich einfach mal quatschen. Und wenn du es richtig gescheit angehst, wenn du ein richtig starkes Problem hast, dann kannst du natürlich gerne auch bei mir einen Termin machen. Da können wir mal eine gescheite Analyse vollziehen. Ja? Okay, jetzt komme ich zum Hauptthema. Also gestern habe ich eine Werbung gesehen, irgend so eine Creme war das, ich glaube eine Bodylotion, und da haben sie geworben, das ist jetzt die Lösung, ja, pH-Wert 4, das ist also im sauren Bereich, ja, also ein neutraler Bereich ist bei pH-Wert 7, ja, und der Körper, das Blut hat immer einen pH-Wert von 7,35 bis 7,45 so ungefähr, ja. Und in diesem Bereich spielt sich im Körper die Gesundheit ab. Ja? Natürlich, die Haut hat immer einen pH-Wert von 5,5. Ja? Und jetzt kommt der Knackpunkt. Ja? Unter der Haut will über die Haut der Körper Säuren und Giftstoffe loswerden, saure Substanzen, die der Körper loswerden möchte. Wenn ich jetzt außen was Saures auf die Haut draufschmiere, wie zum Beispiel eine Creme mit pH-Wert 5,5 oder saurer sogar, wie ich es gestern in der Werbung gesehen habe, da bin ich richtig sauer geworden, ja, weil das ist die volle Volksverarsche, weil es ist so,
Wenn du was Saures auf deine Haut aufträgst, also eine Creme mit dem pH-Wert von 5,5, dann kann der Körper über die Haut keine Säuren mehr ausscheiden. Die bleiben dann im Körper drin, diese Säuren. Ja? Und dann sammeln die sich unter der Haut an, diese Säuren. Und das ist natürlich fatal. Das physikalische Gesetz der Diffusion bzw. der Osmose, falls du das schon mal gehört hast, sind da zu betrachten. Das heißt, in der Natur ist es immer so, dass ein Bedürfnis nach Konzentrationsausgleich da ist. Ja? Und wenn praktisch kein Konzentrationsausgleich stattfinden kann, weil auf der Haut schon ein pH-Wert mit einer Creme von 5,5 vorherrscht, dann kann von innen keine Säure nach außen nachgeschoben werden. Deswegen empfehle ich an dieser Stelle, und das ist die Lösung für ganz viele Hautprobleme, probier's aus. Mach das mal, probier's echt mal aus eine Weile, und es geht relativ schnell bei vielen Leuten, ja. Probier mal ein Vollbad, ein Basenbad zum Beispiel. Leg dich in ein Basenbad mit einem schönen basischen Präparat. Ich kann dir gerne Präparate empfehlen, wenn du möchtest. Und da bleibst du mal eine Stunde drin liegen, nicht nur 20 Minuten. Mach es nicht so heiß, dass du es auch aushältst, sozusagen, ja. Und bleib lange drin liegen, mach ein Wellnessprogramm, nimm dir ein schönes Buch, hör ein Hörbuch oder hör eine schöne Musik dazu an, zünd Kerzen an, leg dich mal richtig lange und ausgedehnt in die Badewanne und mach das mal eine Weile öfters in der Woche oder vielleicht sogar täglich. Und du wirst sehen, dass dadurch alleine deine Haut besser wird. Ja? Und bitte, wenn du dann aus der Badewanne rauskommst, bitte nimm keine Bodylotion, die einen pH-Wert von 5,5 hat. Übrigens auch einige Naturkosmetikartikel sind nicht im basischen Bereich. Also informier dich nach basischen Kosmetika, nach basischen Bodylotions. Die sind meistens teurer, weil sie nicht so billig herzustellen sind. Und probiere es mal mit einer basischen Creme, mit einem basischen Öl nach dem Basenbad. Und du wirst sehen, wie sich deine Haut wirklich nachhaltig nur dadurch verändern kann. Falls das nicht der Fall sein sollte, was in manchen Fällen der Fall ist, dann tippe ich auf Leber, Niere, Darm, Blut, Lymphe, auch natürlich seelische Geschichten und so weiter und so fort, dann muss man eben mal wirklich genauer nachschauen, ja. Und Hautprobleme sind innere Probleme. Von außen die anzugehen, sind einfach nicht in Ordnung und sind einfach auf Dauer. Das ist nur eine momentane Maßnahme, um irgendwas zu lindern, aber das ist keine Lösung. Das ist nicht an der Ursache angesetzt. Also probiere es mit regelmäßig Basenbädern. Ich kann dir gerne Basenbäder empfehlen, zum Beispiel das Vital-Ionen-Bad kann ich sehr empfehlen, von der Firma Tepperwein. Ich kann dir auch gerne einen Link schicken, wenn du mir eine PN schickst, wenn du möchtest, von der Firma Tepperwein. Oder auch von der Firma Jenschura gibt es gute Präparate und da kann man wirklich sehr gut damit arbeiten. Probier das mal eine Weile aus und wenn du noch sonstige Fragen hast dazu, dann frag mich gerne. Ich würde mich freuen, wenn wir in Kontakt bleiben, in Kontakt kommen, je nachdem. Und frag mich einfach, ich bin da, ich habe gerne Zeit für dich und freue mich, wenn ich von dir was höre. Ja, der Philipp ist auch da. Yeah, super. Und die Claudia, Mensch, das finde ich echt toll. Ich finde das eine voll coole Sache hier mit dem Livestream. Das werde ich jetzt, wenn es gewünscht ist, öfters machen. Ihr könnt euch auch gerne von mir Themen wünschen. Also ich kann zu allem was sagen fast. Also natürlich alles, was mit Naturheilpraxis zu tun hat. Yeah, Daumen hoch. Yeah, super. Und Herzchen. Und ob es jetzt Herz-Kreislauf ist oder sonstige chronische Erkrankungen wie Diabetes. Ich war auch lang, habe viele Fortbildungen gemacht im Bereich Krebs und Krebstherapie. Ja. Es gibt so viele Themen, wo ich Erfahrung habe. Mein Hauptthema in der Praxis war auch Schmerzen, Schmerztherapie. Wo kommt der Schmerz her? Ja.
Und dann habe ich auch sehr viel Psychokinesiologie in der Praxis gemacht, nach seelischen Ursachen geforscht und gesucht und gefunden und habe dann seelische Konflikte entstört sozusagen. Ich habe also ganz, ganz viel gemacht. Warte mal, ich mache auch bald den HP, die Claudia. Ja, gratuliere. Es ist ein Traumberuf. Es gibt nichts Schöneres, als Leuten helfen zu können. Und wenn man dann vor allem dann hinterher eine schöne Rückmeldung bekommt, dass es geholfen hat, das ist natürlich die schönste Belohnung, was man bekommen kann. Ja? Okay, also ihr könnt gerne in die Kommentare hier reinschreiben, was ihr gerne möchtet. Um das jetzt zu lesen, was da steht, muss ich mal kurz meine Brille holen. Einen Moment, dann kann ich noch auf die Fragen eingehen. So, was steht denn hier? Mutti macht ihr eigenes Beifußöl, sehr, sehr geschmeidig und macht leichte Füße, aber blaue Flecken sind noch nicht entfernbar. Also bei blauen Flecken, da würde ich sagen, die gehen natürlich wieder weg, ja, also mit der Zeit. Wenn aber ständig blaue Flecken kommen, dann würde ich mal nach dem Blut schauen. Das sind ja auch innerliche Probleme, wenn häufig blaue Flecken auftauchen. Also wenn ich mich gestoßen habe und habe mal einen blauen Fleck, dann ist das ganz okay und ganz normal. Aber wenn jetzt zum Beispiel häufig blaue Flecken vorkommen, dann muss man mal aus Blut überprüfen, ob das eventuell irgendwelche Gerinnungsfaktoren oder sonst etwas zu wenig hat. Da würde ich dann in diese Richtung denken und würde mal danach schauen. Ja? So, super, der Michael Reimann, Grüße aus Darmstadt, vielen Dank. Ja, Kaisernatron, das ist ein sehr günstiges Mittel. Es gibt bessere Mittel. Wir haben also wirklich Versuche gemacht mit den unterschiedlichsten Basenbädern. Und wir haben dann gemessen, praktisch in die Badewanne gelegt. Wir haben dann den pH-Wert des Badewassers gemessen, zum Beispiel pH 8 oder so oder 9, ja. Und da haben wir uns reingelegt und da haben wir gemessen, in welcher Zeit der pH-Wert vom Badewasser sinkt, bei welchem Bademittel. Ja? Und da gibt es welche, die öffnen sich die Schleusen, die Poren schneller und dann kann der Körper schneller, früher die Säuren abgeben. Und bei manchen Mitteln geht es eben langsamer. Und wenn man jetzt bedenkt, dass man sowieso 1-2 Stunden oder gerne länger in der Badewanne liegen sollte, um gescheit zu entsäuern, dass sich die Schleusen öffnen, dann ist es vielen lieber, wenn man etwas nimmt, wo einfach schneller sich die Schleusen öffnen, wo dann schon nach einer halben Stunde der Körper anfängt, Säuren an das Badewasser abzugeben. Und bei manchen anderen Präparaten dauert es eben eine Dreiviertelstunde oder eine Stunde, bis der Körper irgendwann mal anfängt, Säuren ans Badewasser abzugeben, bis man praktisch wirklich messen kann, wie der pH-Wert vom Badewasser sinkt, weil die Säuren vom Körper abgegeben werden. Also wir haben solche Versuche gemacht und da haben wir Erfahrung, welche Entsäuerungsbadesalze besser sind als andere, sozusagen. Ja, ja, was gibt es noch? Ja, die Susanne ist auch da, Kollegin, Schmerztherapeutin und auch Therapeutin und so weiter und so fort. Yeah, und die Isabel sagt sehr gerne, sehr gut. Und Claudia, super Entscheidung, Physiotherapeutin und macht gerade den HP. Ich kann es nur begrüßen. Ja, und der Tobias Sönzer ist auch dabei. Finde ich auch voll geil. Ich habe heute von dir, Tobias, ein paar Videos angeguckt. Du bist eine absolute, wie sagt man da, Granate. Also wenn man deine Videos anschaut. Also ich kann nur empfehlen, Leute, geht mal zum Tobias Sönzer auf seine, oh, mein Schatzi ist auch da. Yeah, super, yeah. Einfach geil. Ja, also der Tobias Sensor, wenn du von dem ein paar Videos anguckst, dann bist du gut drauf. Also wenn du mal schlechte Laune hast, dann schaust du mal vom Tobias Sensor ein paar Videos an. Voll cool, gell? Okay, weitere Fragen sehe ich gerade nicht mehr hier. Dann würde ich sagen, für heute ist okay, ja. Und bitte wünscht euch Themen von mir. Ich würde sowas gerne öfters machen. Also mir macht es total Spaß. Es ist zwar irgendwie seltsam, wenn man redet zu einem Publikum, was irgendwo zu Hause sitzt und man hat eigentlich gar keinen direkten Austausch so. Aber die Herzchen und die Daumen nach oben sind natürlich eine Hammer-Entschädigung. Yeah, einwandfrei. Also, Leute, für heute ist cool und gut. Ich würde mich freuen über PNs, über Kommentare, Herzchen,
Daumen nach oben, also alles hoch hier, voll cool, yeah, super, einwandfrei. Und ich freue mich, wenn ich dann mal wieder zu irgendeinem Thema was erzähle. Es gibt ja unglaublich viele spannende und interessante Themen rund ums Wohlbefinden. Ja, wenn du mehr von mir erfragen willst, ja, oder erfahren willst, besser gesagt, dann komm doch einfach mal auf meine Webseite, die ständig bearbeitet wird. Also die ist noch, ich bin technisch nicht so gut, deswegen, sie könnte schneller weiter sein, aber ich bin technisch einfach nicht so gut. Aber es sind schon viele interessante Artikel drauf zu allen möglichen Themen, ob es jetzt Gesundheit ist, Schmerzen, Therapiearten, seelische Geschichten, Liebe, Beziehungen, Sterben, Tod, Trauer, das gehört auch zum Leben dazu, Beziehungen, Sexualität, zu all diesen Themen habe ich auf meiner Webseite Sachen drauf. Und gerne kann ich auch nach Wunsch zu irgendeinem speziellen Thema was halten. Okay, ich danke euch vielmals für die vielen Daumen nach oben und die Herzchen. Ich find's voll, voll cool. Vielen Dank, hat riesen Spaß gemacht. Ich wünsche euch noch einen tollen Abend und alles Gute. Yeah, von mir auch einen Daumen nach oben. Ja, ganz großer Daumen an alle, die da waren. Es war wirklich klasse. Und ich habe jetzt beim ersten Mal schon 10, zum Teil 11 Besucher gehabt. Und die Yvonne ist auch da. Hallo Yvonne, yeah, das finde ich cool. Yvonne ist auch eine ganz tolle Ärztin aus Ulm und eine ganz liebe und nette. Also, schön, dass du auch da bist, Yvonne. Super, super, super. Klasse. Also, und der Daniel. Hallo Daniel, ich höre jetzt zwar gerade auf. Und der Michael bedankt sich, das freut mich. Ich hoffe, ich konnte mit meinen Tipps weiterhelfen. Natürlich helfen die Tipps erst dann, wenn du es auch ausprobierst und tust. Und berichte mir dann, wie es dir gefallen hat oder wie es dir geholfen hat. Die Rückmeldungen sind wirklich interessant. Bitte schick mir Rückmeldungen. Ich habe das und das gemacht. Und so hat es dann bei mir geholfen oder so in der Richtung. Ja. Okay, ja, die Christine sagt, schade, sie ist zu spät. Ja, ich setze das gleich noch rein, ja, dass man dann das hinterher auch noch angucken kann, Christine. Selbstverständlich, sehr gerne. Ja, super, super, super. Yeah, geil, klasse, spitze, freut mich. Und ja, Michael, gerne sehen wir uns mal wieder beim Naturheilkundetag, aber der ist ja erst wieder in einem Jahr. Gerne auch vorher, muss mich bloß anrufen oder anschreiben, ja. Alles Liebe, danke, super, hat mir richtig Spaß gemacht. Danke, danke, danke. Ciao miteinander, ja.